Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls 3. So, heute werden wir uns mal das neue Gebiet anschauen. Den Boss haben wir ja schon gelegt. Und hier ist eine Tür aufgegangen. Hier geht's in ein neues Gebiet. So, und schauen wir mal. Ganz vorsichtig, ich war ja noch nicht einmal drin. Katakomben von Katus. Okay, da liegt auf jeden Fall schon mal Loot, aber ich will mir erstmal hier anschauen. Leck, der geht ziemlich weit runter. Okay, Skelette rennen hier rum. Vorne sind Skelette auf jeden Fall. Ich glaube, hier könnte man runterspringen. Das müssen wir uns auf jeden Fall mal merken. Aber wir gehen jetzt erstmal den normalen Weg weiter. Erster Gegner down im neuen Gebiet. Okay, da drüben scheint irgendwie so ein Ritter zu sein. Jetzt holen wir jetzt erstmal den Loot. Okay. Ja, schauen wir mal, was du kannst. Ach Gott. Ja, genau. Spring runter, gib mir deine Seelen. Sehr gut. Okay, die können sich auf jeden Fall unsichtbar machen. Aber ich werde einfach mal das Schild oben halten, dann kann ich die bestimmt gut wegblocken. Weiter, hier oben schießt irgendjemand. Bogenschütze. Ich glaube, drin sind wir vielleicht safe. So, ist jetzt hier rübergekommen oder was? Okay, ich glaube, ich werde mal schnell erledigen hier oben. So, wo gehen wir jetzt weiter? Gehen wir da die Treppe runter oder gehen wir da hinten? Oder? Ach, gehen wir mal hier die Treppe runter. Oh, Falle. Oh! Ich habe ihn ein bisschen zu spät gesehen. Das kenne ich ja noch aus Bloodborne. Da waren die gleichen Geschichten. Okay, unten liegt auf jeden Fall Loot. Gehen wir mal runter.
Sieht aus wie die Charlize Dungeon von Bloodborne. Seelen. Hier ist auf jeden Fall wieder so eine Art Ritter. Ich glaube, ich werde ihn mal anhitten. Ja, ist doch gut. Mal. Boah, der ist ganz schön in sich. Mann, Mann, Mann. Okay, der war fies. Auf jeden Fall schauen jetzt auf den Boden, dass irgendwelche Fallen hier sind. Ich werde mich hier komplett verlaufen. Ich habe schon wieder ein Gefühl, dass ich mich hier verlaufen werde. Es lohnt sich doch, gegen die Wände zu hauen. So, schauen wir mal, ob wir den backsteppen können. Wahrscheinlich nicht. So, da gehen wir jetzt auch nicht weiter, weil ich habe den Loot gesehen. Backstep, Baby. Geh ins Grab, da wo du hergekommen bist. Du meinst hier? Ich geh jetzt mal hier rüber. Wenn schon eine geheime Wand war. Mal schauen, was es hier gibt. Loot Folian von Katus. Okay, da ist der Bogenschütze, der uns gerade an der Gurgel wollte. Ciao, Bella. Ist hier noch was? Kann man hier noch irgendwo hinspringen? Nur den Tod wahrscheinlich. Gut, ich sehe jetzt hier nichts. Hier ist auch nirgendwo was. Gehen wir jetzt mal hier hinten weiter. So, schauen wir uns in diesem Raum noch um. Das ist doch schon wieder so einer, oder? Ne? Ich pull den mal. Keine Ausdauer mehr. Auf jeden Fall noch eine Estus. Oh.
Backstab. Boom. Der schaut so geil aus, wenn er den Move macht. Und schön Titanitscherben farmen. Sehr gut. Jetzt. Ah, wir sind von da oben gekommen. Okay, alles klar. Dann gehen wir trotzdem jetzt mal hier weiter. Oh, hier sind so viele verwinkelte Stellen. Da weiß ich gar nicht, wo du lang gehen sollst. Schaut geil aus, das Gebiet. Gefällt mir gut. Aber ich glaube, dass man sich hier auch ziemlich schnell verlaufen kann. So wie es ausschaut, alles ziemlich verwinkelt. Ah, jetzt sind wir wieder hier oben. Genau. Vorher sind wir hier die Treppe hoch. Da geht es also runter. Dann gehen wir mal hier oben nochmal lang. Wir zwei so Schwerttypis. So, und dann wieder zurück. Denke mir, es wird bestimmt irgendwie so ein Knochenboss sein. So wie das Gebiet hier ausschaut. So, gehen wir wieder runter. Jetzt glaube ich hier weiter. Wenn wir jetzt gleich wieder aufstehen hier, die blöden Gerippe, sage ich doch. Gut, gesäubert würde ich sagen. Immer weiter vor. Ich hoffe, dass hier vielleicht bald mein Leuchtfeuer kommt. Ah, ich bin da gewusst. Ekliges Vieh. So, immer schön auf den Boden achten wegen Fallen. Bin eigentlich eher ein vorsichtigerer Spieler. Deswegen brauche ich wahrscheinlich auch immer länger in irgendwelche Games wie andere. Aber egal, Hauptsache Spaß macht's. So. Das sieht doch aus wie der Ritter bei uns im Feuerbandschrein, oder? Ist das ein anderer? Auf jeden Fall ein NPC. Oh, hello. How very fortunate. Have you seen my companion, Horace?
Okay, das ist ja vom Feuerband schreien. And we've become separated. I've not been able to find him since. Yes, I see. Horace is a valiant knight. He can look after himself, no question. He's probably searching for me right now, with twice the resolve. If you happen upon him, please tell him that I remained in the catacombs, and I will lay prism stones to guide him, as always. Please send him word, I beg of you. May the flames guide your way. Okay, ich glaube, das ist eine kleine Nebenquest, dass wir den seinen Kompanie finden. If you happen upon Horace, please tell him that I remain in the catacombs. Okay, alles klar. And will lay prison stones to guide him, as always. Mach ich, ich sag ihm Bescheid. Oh, jetzt fällt es da runter, Mann. Wieder toll gemacht. Was will der hier? Man zieht ja gar nichts ab. Das war's jetzt hier, oder wie? Okay. Komisch, dass der nicht weitergeht. Okay, dann schauen wir mal zurück. Müssten wir jetzt eigentlich genau bei der Treppe sein. Gehen wir mal eine Runde. Wow, was ist das? Okay, ich bin überrollt worden. So, ich glaube, das war's dann auch schon wieder mit der Folge. Wenn ihr sehen wollt, wie es in den Katakomben weitergeht, einfach die nächste Folge einschalten. Dann verpasst ihr nichts. Gut, dann würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, euer Andi.